Hallo und willkommen zu einer neuen Reise. Heute wollen wir den Eisberg Knut und dann Gorilla Bobby besuchen im Naturkundemuseum Berlin, was übrigens das größte Naturkundemuseum Deutschlands ist. Die Bestände umfassen um die 300 Millionen Objekte. Die Eintrittspreise: Kinder unter 6 Jahren sind frei, Erwachsene kosten 8 Euro, ermäßigt 5. Eine Familienkarte mit 3 Kindern unter 14 und 2 Erwachsene kosten 15 Euro und eine kleine Karte mit 2 Kindern unter 14 und Erwachsenen kosten 9 Euro. Dieses riesige Skelett des Brachiosaurus Branchi steht seit 1937 im Lichtdurch des Museums. Es wurde ab 1909 in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, ausgegraben. Ich hätte auch sehr gern einen Audioguide gehabt, aber in der heutigen Zeit, oder war es Corona-bedingt, gibt es so etwas nicht mehr. Man kann lediglich eine App runterladen und dann mit Handy scannen und hören, was es bei den jeweiligen Stationen alles zu hören gibt. Ich habe darauf verzichtet, weil es mir etwas zu umständlich ist. Außerdem wollte ich bei euch ja mitfilmen. Übrigens, das sind ja nicht nur Knochen, diese sind versteinert. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Gewicht ist. Guck mal, da gibt es kleine Garnelen. Die wollen wir ausmalen, oder? Nein, die sind da wirklich drin. Das war mal eine richtige Schnecke und die ist dann versteinert worden. Ja, guck mal, da kommt ein Brachiosaurus war übrigens ca. 26 Meter lang und ca. 13 Meter hoch. Dabei wird sein Gewicht auf bis zu 37 Tonnen geschätzt. Sehr beeindruckend ist dieser Raum, voll mit ausgestopften Tieren. Schmetterlinge, Vögel, Raupen, Kängurus, Füchse, Quallen und was es alles zu sehen gab. Auch ein riesiger Waran gab es da zu sehen. Von dem möchte ich aber auch nicht geschlagen werden. Tja, und da hinten in der Ecke stand er nun ganz klein und unscheinbar. Und ohne Schild. Ja, und der ist im Berliner Zoo gestorben. Knut war ein männlicher Eisbär, der im Zoologischen Garten Berlin lebte. Die erste Eisbärgeburt im Zoologischen Garten Berlin seit mehr als 30 Jahren fand zunächst ein großes regionales und sehr schnell und auch internationales Medienecho. Dachte ich mir, weil es gar nicht dran steht. Da muss ich es doch mal fragen. Im Internet kursieren auch sehr traurige Videos, die sehr zu Herzen gehen, wo gefilmt worden ist, wie Knut ertrunken ist. Ertrinken wurde zwar als Todesursache festgestellt, aber aufgrund einer Gehirnentzündung, die durch eine Infektion ausgelöst worden war. Dadurch ist er ins Wasser gefallen und ertrunken. Knut war ein Flaschenkind und wurde von dem Pfleger aufgezogen. Von dem habt ihr bestimmt schon gehört. Vielleicht werde ich demnächst auch sein Grab besuchen. Hier kommen wir nun zu dem Gorilla Bobby, dem Maskottchen des Berliner Zoos. Im Berliner Zoo gibt es auch eine Skulptur von Bobby. Vielleicht habt ihr die ja schon gesehen. Der Tierschriftsteller Paul Eiper hatte das Gorillakind damals noch 16 Kilo schwer von einem Tierzwischenhändler in Marseille übernommen und per Zug nach Berlin transportiert. Unter der Obhut von Pfleger August Liebetreu entwickelte sich das Bobby-Kind zu einem ansehnlichen, ausgewachsenen Gorilla mit einem Körpergewicht von 262 Kilo. Bobby wurde schnell der Liebling der Berliner Zoobesucher. Er starb am 1. August 1935 an einer Appendizitis. Umgangssprachlich auch als Blinddarmentzündung bezeichnet. Und dann haben wir noch Bao Bao, kurz Schätzchen. 1978 in China geboren, war er ein großer Panda, der seit 1980 im Besitz des Berliner Zoos lebte. Er starb mit 34 Jahren und war 32 Jahre im Besitz des Berliner Zoos. Das männliche Tier galt bis zu seinem Tode als der älteste weltweit in einem zoologischen Garten lebende große Panda-Bär und war gleichzeitig das einzige Exemplar, das in Deutschland in einem Zoo gehalten wurde. Ah,
schon ganz groß, ne? Der größte Storch! Das ist doch kein Storch. Das ist ein Kasuar, beziehungsweise war es. Er wird als gefährlichster Vogel der Welt bezeichnet. Er ist ein Laufvogel und kann bis zu 180 cm groß und rund 60 kg schwer werden. Er hat eine enorme Kraft und mit seiner dolchartigen Kralle kann er ernsthafte Verletzungen zufügen. Sehr beeindruckend ist auch die Nasssammlung. Es werden Objekte aus allen Tiergruppen in einem Gemisch aus 70% Alkohol und 30% Wasser aufbewahrt. Das schützt sie vor dem Verfall und sie bleiben für wissenschaftliche Untersuchungen nutzbar. Hier lagern rund 1 Million Objekte in insgesamt 80 Tonnen Alkohol. Sie füllen 276.000 Gläser, 12,6 Kilometer Regalfläche und 3 Etagen des Sammlungsgebäudes. Überwiegend habe ich Fische gesehen. Ja. Ach ja, und man kann nur außen herumlaufen. Einen Eingang gibt es nur für Forscher. Ich wusste, dass man hoch kann und wäre auch gern nochmal hochgegangen in das obere Geschoss. Allerdings war das zurzeit mit Umbau geschlossen. Es gab also nur 1 Etage, und zwar die unterste. Jetzt sind wir in der Steineabteilung. Persönlich fand ich die nicht so interessant. Wer aber sowas mag oder Steine sammelt, kommt hier voll auf seine Kosten. Wir kommen nun zum Ende meines Ausfluges in das Museum für Naturkunde Berlin. Was hat euch am besten gefallen? Was würdet ihr gerne sehen hier? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr auch beim nächsten Ausflug wieder dabei. Würde mich freuen. Tschüss!